toll, dass ihr es gekauft habt. Wir freuen uns. Ein wichtiges Gebäude in Laurel. Endlich bekommt das Odd Fellows Building eine neue Chance. Richtig. Dank Tonya und Philip Thrower. Geschichte? Das Odd Fellows Building ist ein markantes Gebäude im Zentrum von Laurel. Baujahr 1905. Die Odd Fellows haben es 1912 gekauft. Die Odd Fellows sind ein philanthropischer Orden, gegründet im 18. Jahrhundert in London. Hier haben sie sich monatlich getroffen. Cool, oder? Wir können insgesamt $350.000 ausgeben. Mal sehen, was damit alles geht. Ihr habt eine Basketballhalle gekauft und einen Tanzsaal. Wir sind damit völlig überfordert. Ben und Aaron wohl nicht. Doch, ich bin aufgeregt. Wegen der Größe? Was gefällt euch? Die Fenster und die Bühne. Und natürlich die hohe Decke. 5 Meter? 4,6. Wie wollt ihr hier wohnen? Sag's uns. Wenn du nach unserem Familienleben fragst, eine coole Küche wäre toll. Wir trinken gern morgens zusammen Kaffee. Wir haben 4 Kinder, deshalb ist ein großer Essplatz wichtig. Es ist eine tolle Fläche, aber nur ihr wisst, wie man damit umgeht. Das eine Gästezimmer mit WC reicht nicht. Für ein Zuhause haben wir einen Plan. Schieß los. Der Boden ist traumhaft. Der bleibt und wird aufgearbeitet. Alles streichen, auch die Decke. Links der Essbereich mit einem großen Tisch und vielen Stühlen. Der Wohnbereich ist in der Mitte, ausgestattet mit richtig großen Möbeln. Zwischen den Fenstern passt hervorragend ein Kamin hin, ein elektrischer. Dann braucht ihr keinen Schornstein. Zur Küche. Die begeistert mich richtig. Wir kombinieren Dunkelgrau mit Weiß. An der Wand bekommt ihr riesige Arbeitsplatten und viel Stauraum. Rechts davon steht der Kühlschrank. In der Mitte der Herd mit Dunstabzug. Und davor eine fast 5 Meter lange Kücheninsel inklusive Spüle. Sprechen wir mal über die andere Hälfte. Der Tanzsaal ist so cool, der darf nicht rausfliegen. Nein, der bleibt. Für Modenschauen. Von unserem Geschäft. Oh ja, that's right. Aber ihr braucht Wände, damit ihr mehr Zimmer habt, um Sachen zu verstauen. Wir trennen dafür einfach Fläche um die Bühne herum ab. Ein Gästezimmer gibt es ja schon. Wir ziehen hier eine Wand ein für ein weiteres mit Bad. Und noch eine für einen Vorraum. Auf der anderen Seite bekommt ihr einen Vorratsraum, einen Wäscheraum und eine große Ankleide. Und eine weitere dort. Darüber entsteht eine riesige Abstellkammer. Prima! Weil die Decke so hoch ist, haben wir Platz. Über eine Wendeltreppe gelangt ihr hoch. Klasse! Der schönste Ausblick. Das war das Billardzimmer. Vergesst das. Auf das müsst ihr verzichten. Okay. Es ist als Schlafzimmer geeignet, weil es eine etwas normalere Deckenhöhe hat. Dadurch ist es gemütlicher. Allerdings braucht ihr ein Bad. In der Tat. Es gibt aber noch keins. Das war mal die Küche der Odd Fellows. Daraus machen wir ein Bad. Für Philip und Tonya war es echt hart, alles draußen mitzukriegen. Aber nicht im Obergeschoss. Echt fertig? Das ist wahrscheinlich die coolste Präsentation, die wir bisher hatten. Oh mein Gott, sie ist gut. Oh, wow. Seht euch das an. Unfassbar. Das ist ja der Hammer. Die Beleuchtung. Das Gold ist traumhaft. Auch die Zierleisten. Und der Boden. Typisch Laurel? Nein.
Abgefahren. Wir wollten bei allen Maßnahmen Glamour einfließen lassen, weil das einfach euer Stil ist. Stimmt. Dieser Kamin ist so dermaßen edel, schlicht und elegant. Ich bin begeistert. Die Etage ist nicht wiederzuerkennen. Wie viele Leuchten hier nötig sind. So ist es schön hell. Reden wir mal über eure Küche. Der Fliesenspiegel. Irre. Diese Fliesen mit den Goldakzenten haben wir noch nie genommen. Perfekt. Und das ist die größte Kücheninsel aller Zeiten. Das glaube ich gern. Darauf kann man leben. Sieh dir den Herd an. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Mit 8 Flammen? Wofür? Und die Griffe, auch in Gold. Meine größte Sorge war die Farbe der Schrankfronten. Besser hättet ihr sie nicht wählen können. Dunkelgrau, sieht fast wie blau aus. Hier hast du genug Stauraum. Aber da gibt's noch weiteren. In der Vorratskammer. Oh, meine Güte. So ist Ordnung möglich. Der Wäscheraum? Und dahinter ein begehbarer Kleiderschrank. Oh, wow. Fantastisch. Oh my God. Sieh dir das an. Oh, sagenhaft. Oh my God. Ein Oberlicht. Völlig verrückt. Das ist das originellste Zuhause, das wir jemals ausgestattet haben. Auch dieser schöne Tisch ist maßgefertigt. Der eignet sich für alle Spiele. Auch von Ben. Seht euch Schlafzimmer und Bad an. Herrlich elegant. Wow. Kein Billardzimmer mehr. Oh my gosh. It is really überwältigend. Amazing. Was für eine Verwandlung. Ich bin hin und weg. Yeah. This is fabulous. I love it. This noch das Bad? Oh, I can't wait. The bathroom. Bin gespannt. Oh, wow. Oh my God. Eine Dusche mit 2 Duschköpfen. Yes. Und der Boden. Diese Fliesen haben wir noch nie verlegt. Sehr originell. Konntet ihr euch diese Raffinesse in dem Billardzimmer vorstellen? Nein, wundervoll. Da ist hier eine Zeichnung drin. Wahnsinn.